Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Wie ihr seht, bin ich gerade auf dem Weg zu meinem persönlichen Star Trek. Und das ist die Mission, in der man diese Glitzerpunkte in der Gegend aufsuchen soll. Es gibt ja meistens 4 oder 5 Orte für Glitzerpunkte und dann jeweils 4 oder 5 Glitzerpunkte an den entsprechenden Orten. Ich muss hier nur mal ganz kurz die Mission starten. Wir müssen ja nicht zwangsläufig... Hallo? Oh, Maus, mach mal, was ich möchte. Ist immer herrlich, ne? Komm mit. So, jetzt vielleicht. Ja, ihr seht ja, ne? Man kommt nicht mal dazu, die Aufgabe zu starten. Es geht einfach nicht, weil man ständig abgelenkt wird. Dieses ewige Rumgehüpfe nervt auch. Also, so schön es hier auch ist, aber das nervt. Ich will Gewichte an den Füßen. So. Fangen wir mit dem Sammeln an. Ja, dann. Sammeln wir mal. Flieg mal darüber. Schneller am besten. Okay, da oben. Nein, wo auch immer du jetzt dich schon wieder hingedingst hast. Aber nein, das ist nicht das, was ich von dir will. So. Da fliege ich auch schon wieder in die falsche Richtung. Ja, man braucht einfach dann dieses Jetpack, ne? Das geht nicht anders. Aber wir brauchen viel mehr. So, jetzt sind die Punkte dort drüben grün. Wo nur wo? Da. Nein. Nein. Es geht einfach nicht. Ihr seht es. Also, da ist schon wieder dieser Typ. Warum? Ich habe den gerade eben bis sonst wohin geschickt, ne? Der ist jetzt wieder hier. Weil ich nämlich hier bin. Jetzt sind es auch schon 2. Ich klette den zum Beispiel auch immer mit seiner Leertastenfunktion da am Boden fest. Aber ihr braucht nicht glauben, dass der am Boden festklebt. Nein, er ignoriert das einfach. Er fliegt lieber irgendwo in die Gegend. Ich habe hier gerade alles geklärt. Wie ihr seht, ist es schon wieder alles voll. Man wird den Scheiß hier einfach nicht los. Die spawnen im Sekundentakt, spawnen die Dinger nach. Und man kann diese Scheißrex auch einfach nicht über die Klippe schicken. Das machen, lassen die nicht mit sich machen. Das geht einfach nicht. Mann, bleib doch mal am Boden. Es geht einfach nicht und da kommt das Vieh schon wieder zurück. Genau das, wonach wir suchen. Ja, gar nicht, denn ich würde gerne hier, dahin. Nee, wieder falsch. Jetzt sind die Rexe wieder da. Komm mit. Komm schnell mit, komm 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 mit. Und ehe man hier mal Boden unter den Füßen hat. Wahnsinn. Ich muss erstmal Land gewinnen. Hör auf, hier rumzuschreien. So, wo ist jetzt der nächste? Wer weiß. Keine Ahnung. Boah, nee. Das macht leider überhaupt gar keinen Spaß. Also so überhaupt gar keinen Spaß. Ah, hier. Da, ich flieg wieder sonst wohin. Ich will nicht fliegen. Ja, das ist das Zeug. Okay, jetzt geht's irgendwo hier lang. Ja, jetzt klebt er natürlich am Boden fest, ne? Jetzt, wo man es nicht haben will. Ne, ihr merkt schon, ich bin schon wieder total geladen. Ich hasse sowas. So unter Zeitdruck irgendwelchen Mist machen müssen und... Lauf bitte. Dann läuft er immer nicht und... Oh. Da ist nichts. Es ist nichts am Boden. Nichts. Aber er läuft einfach nicht. Genau das, wonach wir suchen.
Da ist er wieder von irgendwas angegriffen worden. Aber er kommt ja auch nicht hinterher. Also da wären wir. Das ist natürlich nur noch die Frage, wo sind die Dinger? Da oben. Nein. So. Gut gemacht. Lass uns mehr. Okay, finden. Da hinten, ja, schon gesehen. Das war ja jetzt nicht so schwer. Aber er kommt da natürlich nicht hoch. Bitte bleib doch am Boden. Warum macht denn der das einfach nicht? Okay, Nummer 2. Irgendwo hier. Oben? Unten? Nee, da. Hä? Ja, das war aber ein sehr kleiner Auftritt hier. Irgendwo da drüben. Wo ist es? Gabba. Lass uns mehr finden. Oh, ihr nervt. Ja, Mann, der nervt auch. Alle nerven immer nur. Lass mich gehen. Zack, weg hier. Schnell weg hier. Da hinten müssen wir hin. Percy. Gut gemacht. Lass uns mehr finden. Ich saß schon drauf. So, irgendwo hier. Wahrscheinlich auch wieder irgendwo oben drauf. Es macht so keinen Spaß. Da oben. Immer auf diesen Bobseln drauf. Immer. Wo ist das Teil? Gather. Das ist das Zeug, aber wir brauchen viel mehr. Ich sehe nichts. Okay. Genau das, wonach wir suchen. Puh, alles klar. Wir haben die dritte Location von 5. Wo müssen wir hin? Ach, da unten, okay. Auge des Horus. Ja, natürlich kann der auf einmal nicht mehr fliegen. Gut, dann als nächstes dorthin. Also scheinbar genau hier unter uns. Ah, es ist in der Höhle. Das ist schön. Da sind nämlich in der Regel keine Tiere drin. Geh bitte. Der kriegt hier aber leider sehr viel Schaden mal wieder. Ich sehe gar nicht. Was? Wieso ist alle meine Klamotte kaputt jetzt? Oh nee. Ich will das nicht mehr. Echt, ey, so eine. Oh, die war gut. Mach doch mal. So. Da. Ja, flieg mal ins Wasser oder so. Irgendwohin, wo du mich nicht störst. Holen wir etwas mehr davon. Zack.
Da oben? Wo sonst? Nein. Nein, du warst doch schon da. Oh Mann! Hör auf jetzt. Ja, bitte. Schrecklich. Dreh dich doch um. Ja. Was erhoffen die sich davon, dass sie diese Dinger immer da oben drauf machen? Genau das, wonach wir suchen. Da unten. Nein, das war keine gute Idee. Geht weg von mir, ihr dummen Viecher. Wenn ich jetzt absteige, dann kommen die doch sowieso gleich alle wieder, oder? Vorausgesetzt, man lässt mich mal absteigen. War's das? Wir haben es geschafft, ja, es war's. Wir haben es geschafft. Ah, das danke. Sollte mehr als genug sein. Lange Leitung hat sie, aber ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. So, was wir außerdem noch machen wollen, ist mal so einen schönen Tech-Rex zu zähmen. 180 ist, wenn ich mich nicht irre, das Maximum. Und irgendwie scheinen die hier reingespawnt zu werden. Ach, ich weiß schon. Das wird immer dann sein, wenn die runterfallen oder so, dass sie dann hier draufgebracht werden. Kann das sein? So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen alle anderen loswerden. Ich habe selbstverständlich auch eine Falle dabei. Wenn die natürlich immer genau hierhin gespawnt werden, ist das ja irgendwie gar nicht so cool. Ja, wie gesagt, ich glaube 180 ist das Maximum. Denn hier auf Genesis ist das Maximum an sich 150. Aber Tech-Kreaturen können ja 20% besser sein. Und von 150... Oh, hör auf, dich im Kreis zu drehen. Wenn er nicht den geraden Boden unter den Füßen hat, dreht er sich ständig im Kreis. Ich habe nichts gemacht, ne? Dreht sich, dreht sich, dreht sich. So. Weg. Störst. Genau. Also 10% von 150 wären ja 15. Und das Doppelte sind logischerweise dann 20%. Also insgesamt 30 Level mehr. 30 plus 50 wären also nach meiner Rechnung 180. So, welcher war es denn jetzt nochmal? 150, 150, 180. Tja, ist schwer zu sagen. Es sind einfach zu viele. Der da, der ganz helle? Ja, okay. Der ganz helle. Ich werde einfach mal absteigen. Ja, Mist, die wird natürlich abhauen, ne? Wenn wir die nicht irgendwo... Lass! Lauf, 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 lauf. Ja, das ist sehr schön, du Kleine. Dich, genau dich will ich ja auch, aber... Gemach, Gemach. Ich bin noch nicht so weit. So, ich sollte mir vielleicht erstmal mein Bauzeug hier auch in die Quickslot-Leiste legen, damit es einfach mal schneller geht. Hierhin und hierhin und hierhin. Nein, du bist nicht der Richtige, das weiß ich schon. Aber vielleicht kriegen wir dich ja platt. Je weniger sind, desto weniger kann ich den Falschen treffen. Ist logisch, ne? Ah. Sehr gut. Einer weniger. Bist du das jetzt gewesen? 180, ja. Der ist das. Wie kriegen wir dich irgendwo... Ja, genau. Wie kriegen wir dich irgendwo sinnvoll hin, wo ich dich gut einbauen kann? Kommt der da hoch? Wir haben ja inzwischen eine ganz gute Wegfindung bekommen. Die Rexer. Inzwischen können die das ja einigermaßen...
Früher war das eine Katastrophe mit denen. Die sind überall stecken geblieben. Also an jedem Krümelchen sind die stecken geblieben. Was haben wir vergessen? Das Gewehr haben wir vergessen. Oh, die Pfeile habe ich mitgenommen, das Gewehr habe ich vergessen. Ey, aber ich muss die hier erstmal irgendwie einbauen. Das sieht richtig gut aus, wie die da steht, aber müssen sie erstmal irgendwie fixieren. Sonst kommt die mir da zu schnell wieder raus. Vier, komm mal hier nah ran. Nein. Ja, gar nicht schlecht. Ich hoffe, du bleibst da, wo du bist. Sieht nämlich wirklich gut aus, wo du da bist. Okay, ja, dann muss ich ja nochmal nach Hause. Es war nicht so weit, ne? Ich bin nicht so weit geflogen. Nee, in die Richtung. Und hol mir mal mein Gewehr. Wir müssen vor allem nur nach oben. So, jetzt ist die Frage, wo war es? Ah, da. Da, ich sehe sie. Sie sitzt da immer noch. Gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt ja vielleicht mal absteigen. Und landen. Oh Gott, alles in Zeitlupe. So, und dann schnappen wir uns das. Und Darts sind da ja wohl drauf. Okay, vier. Kopftreffer macht beim Rex keinen Unterschied. Und Druff hier halten. Dann packen wir die Kibbel rein und dann lassen wir die hier in Ruhe. Die brauchen nämlich keine Narkotics, weil mir ist es hier ein bisschen kalt. Ich muss ständig wechseln halt zwischen Pelz und Strahlungsklamotte. Momentan. Ja. Wäre natürlich die Pelzrüstung angemessener, aber habe ich jetzt nochmal nicht. Wir brauchen irgendwie über 80 Schuss, glaube ich. Es kann also ein bisschen dauern, wie wir die haben. So, es sind doch weniger Schuss. Sie hatten ja irgendwann mal was umgestellt. Hoppala. Dass sie, ich glaube, an sich die Zähmraten überall verdoppelt haben. Also wenn ihr bisher immer auf 1 gespielt habt, ist das jetzt so, als ob ihr auf 2 spielt. Und da ich ja nun mal auf 3 spiele, ist es wahrscheinlich so, als ob ich jetzt auf 6 spiele. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall, seitdem sie das angeblich gemacht haben, nicht wieder umgeändert. Aber andererseits, hier stellt sich so häufig irgendwas um, dass ich mir da jetzt auch nicht so sicher bin, welche Einstellung ich da jetzt habe. Ich wollte vorhin den Tech-Transmitter benutzen zum Beispiel. Da hat er gesagt, ich muss Preventive Hibernation ausschalten oder besser gesagt anschalten. Also ich muss die Hibernation preventen, den Winterschlaf aufheben. Sonst funktioniert das gar nicht, das habe ich aber. Aber ich habe es jetzt nochmal eingegeben, aber ja, also es funktioniert trotzdem nicht, deswegen muss ich den jetzt händisch suchen, ohne Scanner. Okay, ich werde mich auf jeden Fall mal wieder zurückziehen. Die sollte das auf jeden Fall ohne mein Zutun schaffen. Wir wohnen da oben drauf sozusagen, auf dem großen Teil. Und ja, da kann ich ja schon mal einen Rex-Sattel herstellen. Sieh an, ich habe eine weitere Höhle gefunden, von wegen es gibt nur 4. Stimmt ja gar nicht. Ja, ich kann hier nicht kämpfen, hier ist ein Scheinhorn. Das machen wir ja sonst tot. Aber wir brauchen Fleisch, das ist schon richtig. Bloodstock hat bestimmt Hunger. Ja, ich hatte gerade nochmal ein Männchen 180 gesehen, aber es scheint irgendwie von der Klippe gefallen zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß nicht, ob die auf den gleichen Asteroiden wieder gespawnt werden, wo sie runtergefallen sind. Das wäre ja toll, dann ist er hier vielleicht irgendwo. Da ist er ja. Sehr gut. Wir müssen nur mal wieder unsere Fangemeinde hier irgendwie wegkriegen. Nee, nicht das, sondern das. Wo seid ihr? Einer. Ne. Ja, die wackeln da immer so rum. So, 2. Da läuft auch eine Karkinos übrigens rum. Was ist jetzt der da? Es war auf jeden Fall so ein blauer. Ja, männlich, sehr gut. Nanu, wer bist du? 102. Müssen wir den halt erstmal wegmachen. Der andere kommt aber auch schon. Dass die Karkinos hier draußen rumlaufen, ich dachte, die sind immer in Höhlen. Aber gut.
Pilze weg. Ist gut so. Hau ab. Tja, wie machen wir das jetzt am besten? Also ja, ich könnte den da schon beschießen. Aber vielleicht locken wir den irgendwie hier drüben hin. Bist du der Richtige? Ja. Vielleicht kriegen wir den ja auch irgendwo so zwischen zwei Felsen oder so. Ah, da sind aber noch mehr. So, die haben sich jetzt hier doch von alleine in so eine Schlucht begeben, wo sie nicht rauskommen. Da ist so ein Pfeiler und hier hinten ist es, glaube ich, auch zu schmal. Der blaue ist derjenige, den ich haben will. Ich habe jetzt schon ein paar Mal drauf geschossen. Sollte eigentlich reichen. Wie gesagt, ich dachte 80, aber es sind wohl doch so um die 40. Es sieht hier sogar beinahe aus, als ob der schon weglaufen will. Aber so viel kann er nicht schon haben. Nee, ach komm, der hat noch nicht mehr die Hälfte. Ja, andere ist ein 60er, den müssen wir danach irgendwie mit der Armbrust platt machen oder so. Jetzt haben wir, glaube ich, den Falschen getroffen. Und im Hintergrund rumort der Hund. Ich glaube, wir haben es gleich. Sehr lange dürfte es nicht mehr dauern. Der andere ist tatsächlich irgendwie hier rüber rausgestiefelt, aber weggegangen. Moment mal, der liegt nicht schon, oder? Doch, okay. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch mal einen zweiten Schwung Kibbel holen. Und dann ist die andere vermutlich schon fertig. Jetzt muss ich den hier dann nur noch wiederfinden, wenn es soweit ist. So, da unten müsste sie sein, ungefähr da, wo mein Fadenkreuz ist. Der landet nur einfach nicht. Ich brauche immer so lange für alles hier. Wollen wir gleich mal gucken. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Okay. Nein. Falsch. Ja, ich meine, einen grünen Schemen zu sehen. Gehört also uns. Und ich fange schon wieder an zu frieren und zu frieren und zu frieren. So, die packen wir jetzt aber erstmal ein. Zack. Ja, wie schön. So, du, 269. Ja, wird das heute noch was? Sehr gut. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt wirklich was Gutes züchten will, möglichst viele High-Level-Rexe zu zähmen. Die müssen natürlich nicht immer 180 sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, dass ein 100... Was ist da? Ach so, ich wollte gerade sagen, hä? Dass ein 180er Superwerte hat, als dass irgendwas anderes Superwerte hat. Je höher das Level, ne, desto wahrscheinlicher die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier auch richtig gute Werte hat. Und ja, wie gesagt, es muss nicht immer 180 sein. Jetzt haben wir ja ein 180er-Pärchen. Man könnte jetzt, weil sie gibt es ja nun wirklich häufig, auch nochmal zwei, drei weitere zähmen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust dazu. Und ja, dann natürlich die besten Werte zusammen und dann gerne auch nochmal auf Mutation, Nahkampf oder nicht Geschwindigkeit, sondern Gesundheit. Und dann sollte man eigentlich was ziemlich Gutes haben, um damit den Bossfight zu machen. So, ich bringe sie jetzt erstmal zurück, pack sie aus und nach gegebener Zeit werde ich mich wieder zu ihm zurückbegeben mit dem leeren Kryopod dann und dann hole ich ihn eben auch noch ab. So, der dürfte jetzt auch nicht mehr so lange brauchen. Ich glaube, er frisst noch einmal, sah jedenfalls nicht mehr sehr viel aus, was er brauchte. Immer mal, wenn ich da runtergehe zu dem, dann höre ich einen Reaper schreien. Ich will natürlich auf gar keinen Fall, dass jetzt noch irgendwer oder irgendwas auf den Schaden macht, während der noch nicht fertig gezähmt ist. Und deswegen stehe ich hier oben und warte es von hier aus ab. Ja, es gibt wirklich so unglaublich viele Rexe. Also ja, wenn ihr Tech-Rexe braucht, um mal eine schöne Armee zu züchten, weil wie gesagt, die können halt 20% mehr im Level haben. Und dann kriegen sie natürlich entsprechend auch nochmal mehr Bonus-Level dazu, wenn ihr sie zähmt. Nämlich immer die Hälfte von dem, was sie haben, minus 1. Also wenn ihr ein Level 60er zähmt zum Beispiel, die Hälfte davon wäre 30, minus 1 ist 29. Das ist das, was ihr immer noch drauf bekommt, wenn ihr ein Tier perfekt zähmt. Die Hälfte des Levels minus 1. Und das heißt, wenn der hier 180 ist, dann ja, ist er eben 269, wenn er fertig gezähmt ist, vorausgesetzt man hat ihn eben perfekt gezähmt. Ha, da haben wir ihn. Sehr gut. Ist okay. Da, hört ihr's? Oh, das ist so beunruhigend. Aber ich höre halt immer nur das Brüllen, mehr nicht.
Schnell einfrieren. Genau, 169. 269 logischerweise. Dann mal ab die Post nach da oben, wo wir wohnen. Zu Hause angekommen, schmeißen wir ihn mal direkt neben sie. Und dann gucken wir mal, was die so für Werte haben und wer wo drin besser ist. Ich muss mir die dann auch gleich nochmal aufschreiben, bevor ich... Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt level. Also 7480 und... Aha, 6380. Gut, da ist er schon mal deutlich besser. In Gesundheit, sie hat 2142 Ausdauer. 1800, ja, sie hatte 2000, ne? 645 Sauerstoff. Gut, sie hat mehr Sauerstoff, aber das ist echt nicht so wichtig. Dann haben wir hier 18.000 Nahrung und 14.700. Hat sie mehr, 910 an Gewicht. Und 950 ist sie also auch besser, 355 Nahkampfschaden. Und 408, sehr schön. Also er hat auf jeden Fall die wichtigen Werte wie Gesundheit und Nahkampfschaden richtig gut. Sie ist dafür ein bisschen besser in Ausdauer und Gewicht, finde ich persönlich. Also wenn ich jetzt so mit denen rumziehen würde, fände ich es nicht unwichtig. Aber wir ziehen ja... was war das? Ach so. Wir ziehen ja nicht einfach nur so mit denen rum, sondern wir wollen ja eine Armee aus denen machen. Und da ist dann Gewicht natürlich nicht ganz so wahnsinnig wichtig. Okay, dann würde ich sagen... dass wir an dieser Stelle mit dieser Folge fürs Erste wieder zu Ende sind. Und züchten werden wir dann ein andern Mal. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.